quasi. Vor allen Dingen mit Schriftzeichen sieht es halt echt schön aus. Ich liebe auch Kalligrafie. Ja, und der, ja, hat auf einer ja, so Veranstaltung, wo halt auch was von ihm ausgestellt wurde, wurde halt sein Werk kritisiert und dann hat er einem einfach hier so schön einem in die Fresse geschlagen, muss man sozusagen. Ja, und deswegen und auch weil er mit seiner Kalligrafie halt immer noch nicht da ist, quasi wo er sein will oder wie auch immer, um sie zu verbessern, geht er dann auf eine Insel. Ja, wo es halt nicht so viel Bevölkerung gibt, sag ich mal, und so, also das Landleben quasi. Und ja, dort versucht er dann halt, ja, sich quasi in aller Ruhe um seine Kunst zu kümmern. Allerdings hat er nicht viel Ruhe, denn da trifft er auf die kleine Naru und auch weitere Kinder und auch andere Bewohner der Insel, ja, die ihn dann quasi immer stören oder ja, einfach auf die er dann halt trifft und da passieren mehrere kleine lustige Storys. Es ist halt eher so episodisch auch und ja, so auch viel Comedy halt. Also es gehört auch irgendwo zu Slice of Life und ja, und halt auch immer mal wieder so ein paar Sachen über Kalligrafie, die ich auch ziemlich cool finde, hier mit sehr coolen Kanji und so. Also sieht richtig hübsch aus. Es gibt auch im Moment so einen Wettbewerb, ich weiß nicht, ob der noch läuft, wenn ich das Video hochgeladen habe, ich glaube schon, irgendwie, dass man halt auch zu Ultraverse so selber was mit Kalligrafie einschicken kann. Ich habe dazu auch schon was gemacht. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Habe auch Kanji geschrieben, aber ich weiß noch nicht so ganz, welches ich einschicke. Naja, wie auch immer, es war echt lustig. Oh, die Seite hier fand ich richtig cool. Ja, also hat Spaß gemacht zu lesen. Es ist jetzt eher mehr so was Ruhiges. Ich bin auch nicht so jemand, der bei Mangas mega oft so laut loslachen muss oder so. Ich weiß nicht, ich finde es schon lustig, aber kommt selten vor, dass ich mal dann wirklich laut lache, aber so an ein paar Stellen kam es hier vor, dass ich mal schon ziemlich witzig fand, aber es ist auch einfach so entspannt zu lesen, also hat mir gut gefallen, ist übrigens mit 18 Bänden in Japan abgeschlossen, daher weiß man dann schon, wie viel das haben wird, finde ich auch immer gut, ich meine 18 ist nicht gerade wenig, aber ich dachte mir, ach komm, ich muss den jetzt einfach anfangen. Ja, ja, und dann habe ich halt noch eine Reihe angefangen. Die wollte ich eigentlich auch schon an sich länger haben, aber ich war mir mal unsicher, ob ich die jetzt sofort gleich kaufen muss oder so, weil ich habe die erste Staffel des Anime schon gesehen und die zweite läuft meines Wissens nach auch gerade in der Season oder so. Und dann dachte ich mir, ja gut, wenn der Anime quasi alles zeigt und nicht einfach nur so, es gibt ja diese Animes, die, wo es nur eine Staffel gibt und dann muss man den Manga lesen, um es weiter zu erfahren. Aber ich glaube, da wird eigentlich relativ alles im Anime vorkommen. Da war ich so, brauche ich den Manga generell unbedingt? Da war ich so, ja, eigentlich möchte ich ihn schon ganz gerne haben, aber mal sehen, irgendwann und so. Und jetzt kam halt ab Band 5 wird es Extras dazu geben, Character Cards. Und ich kaufe eigentlich nichts wegen nur Extras, aber wenn ich den halt eh irgendwann haben will, dann stört mich das, dass ich den nicht habe. Und auch so hatte ich schon länger mit dem Gedanken gespielt, wie gesagt, den mir bald mal zu holen. Und dann dachte ich mir, ach komm, ich habe noch ein bisschen Geld übrig, hole ich den einfach. Und zwar rede ich von Kakegurui. Zeige ich erstmal so die ups, einzelnen Cover-Farbseiten. Ah, hier liegt zu viel Zeug auf dem Tisch rum. So, ja. Also der Anime hat mir echt gut gefallen dazu. Dann war ich so, ja, der Manga. Ich habe den dann auch in einem Rutsch durchgelesen, die ganzen 5 Bände. Dabei ist da auch echt viel dran. Also ich finde es echt cool, wie dick die Bände sind. Also so im Gegensatz zu so manch anderen Mangas. So auch bei Ultraverse. Ein paar, die sind richtig dünn. Aber der hier ist, ja, hat echt eine gute Dicke. Auch der Zeichenstil ist super schön. War schon im Anime auch sehr schön animiert. Aber hier, der Zeichenstil ist auch nochmal echt hübsch. Ja, also für die, die nicht wissen, worum es geht. Kakegurui ist ein Manga über Spiele. Es gibt da nämlich so eine Elite-Universität, nicht Universität, eine Elite-Schule. Und da sind halt, ja, also weil es halt Elite ist, sind da auch sehr reiche Schüler. Und man spielt da halt dann immer Spiele um auch sehr, sehr hohe Beträge. Und dann, wenn man halt, man muss diesem Schülerrat irgendwie immer so spenden, wenn man nicht genug Geld hat. Also quasi sich dann halt beim Spielen Schulden gemacht hat, dann wird man zu so einem Haustier, wird es dann genannt, degradiert, wo man dann, ja, ne, den anderen so gehorsam sein muss und so weiter. Man wird dann halt so runtergemacht und so. Ja, nicht so cool. Aber ja, da gibt es halt diese Spiele und dann kommt eine neue Schülerin hier. Gott, wie heißt
heißt sie doch, wie kann ich ihren Namen vergessen? Yumeko, genau. Yumeko, sie hat irgendwie so einen komischen Nachnamen, Jabami, glaube ich, ja. Und sie ist halt wirklich spielsüchtig. Also sie spielt nicht einfach nur, um zu gewinnen oder so. Sie findet, es hat auch gar keinen Reiz, wenn man weiß, dass man gewinnt. Sondern ja, einfach weil sie es mag. Also den Reiz am Spiel, auch das Risiko und alles. Und ja, da geht es dann halt immer darum, wie dann sie halt gegen Leute spielt und so weiter, gewinnt oder auch verliert. Und es ist wirklich super spannend. Und ja, hier dann Band 5 hat, wie gesagt, die Character Card, wo ist sie? Hier. Ja, natürlich die Hauptcharakterin auf der ersten. Na? So. Yumeko Jabami, genau. Und übrigens auch die letzten drei Bände. Ja, mal fokussieren. Die kann man so aufeinanderlegen quasi. Im richtigen Winkel dann ergibt das so ein ja, großes Bild. Das kann man jetzt hier so. Bisschen schlecht, das sieht ein bisschen komisch aus. Aber wenn man es halt richtig hinlegt, ist so ein großes Bild. Finde ich auch richtig cool. Ja, und generell, wie gesagt, also der Manga gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich glaube, es kommt nicht sogar im nächsten Monat oder so schon der nächste. Weiß gar nicht mehr genau, aber naja, jetzt habe ich noch eine Reihe mehr zu sammeln, aber es lohnt sich. Also die Reihe ist echt toll. Ich war auch so, ja, ich finde es cool, dass Ultraverse diese coole Reihe hergebracht hat. Da kann man das doch auch mal unterstützen. Ja, so, dann kommen wir noch ja, zu den letzten Sachen. Gott, ja, es ist drei Parts. ja, und zwar noch eine Sache, die ich gewonnen habe. Und zwar ist das hier das offizielle Guidebook, Kompendium, wie auch immer, von Berserk. Ja, das habe ich auch bei so einem Adventskalender-Dings gewonnen, was ich auch sehr cool fand, weil ich liebe Berserk. Und allein hätte ich mir das wahrscheinlich nie gekauft, weil es 17 Euro kostet. Und das fand ich dann doch ein bisschen teuer auch. Ich meine, es ist Großformat, aber trotzdem. Ja. Es ist über die ersten 38 Bände. Und ich bin erst bei Band 7, allerdings bei den Doppelbänden. Also es hat Doppelbände hat es gerade 19, glaube ich. Also 7 quasi bin ich bei Band 14. Daher kann ich da halt das jetzt noch nicht wirklich ganz lesen, aber ich kann schon mal die Farbseiten zeigen. Und ja, ich Berserk muss ich auch mal weiterkaufen irgendwie. Da habe ich schon lange nichts mehr gekauft, aber es gibt so viele Serien, das ist unglaublich. Ach ja, der Zeichenstil ist auch echt cool. Jep. So, und dann habe ich noch eine neue Reihe angefangen. Das war eigentlich auch schon im Dezember, aber im Dezember habe ich nur Band 2 gefunden, habe ich mir Band 1 nochmal bestellt. Und dann, ja, und zwar, ups, fette Dinger, 20th Century Boys, Band 1 und 2, da gab es ja jetzt diese neue Ultimate Edition, ist auch ein bisschen groß, ein bisschen weiter weg, so, sieht man besser. Ja, gut, hat nicht viel gebracht, oben ist immer noch ein bisschen, ja, so irgendwie, denke, das geht schon. Ja, und zwar ja, gab es ja hier die Neuauflage. Das ist ja schon lange vergriffen und jetzt hat Panini die neu aufgelegt. Das war doch Panini, ja. Ja, also 20th Century Boys 1 und 2, da sind jetzt immer pro Band, soweit ich weiß, zwei Originalbände drin. Kostet halt 20 Euro pro Band. Das ist ja Großformat und so weiter. 10 Euro pro Band. Nicht so cool, aber kann man mit einsehen. Und für die Reihe, die ist halt echt richtig toll. Ja, übrigens auch ist hier so ein Plastikumschlag. Ich muss sagen, den mag ich ja gar nicht. Aber den kann man auch nicht abmachen, weil das ist hier drauf gedruckt. Also nicht auf dem Band, sondern auf dem Plastikumschlag. Wenn man den abmacht, hat man halt nichts mehr auf dem Buchrücken und ist nicht so cool. Allerdings hier auch bei meinem ersten Band ist das hier oben so ein bisschen verbogen. Ist Plastik. Aber ja, ist jetzt nicht so schlimm, aber trotzdem nicht so cool. Den habe ich halt nicht im Laden gekauft, sondern bestellt und ich war dann zu faul, den zurückzuschicken oder so und dachte mir, ja, okay, so schlimm ist es dann auch wieder nicht. Aber da werde ich dann im Laden immer drauf achten. Es ist nur im Laden habe ich keinen mehr gefunden irgendwie und den einen, den ich gefunden habe, der hat einen verdammten Fehldruck, dass dann irgendwie hier so das nicht richtig gedruckt war, also dass die Rückseite irgendwie noch so mit ins Cover gegangen ist. Und dann war ich so, nee, 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 das kann ich als Sammler nicht kaufen. Ja, jedenfalls, wer noch nicht weiß, worüber die Story ist. Grob gesagt, unser Hauptcharakter, ich glaube Kenji hieß er, er und seine Freunde haben, als sie ja noch Kinder waren, so eine Art Club oder sowas auch gehabt. Und da haben sie auch ein bestimmtes Zeichen gehabt. Moment, das sieht man hier.
dieses hier. Und das taucht dann auf einmal plötzlich wieder auf, als sie halt schon alle erwachsen sind. Und das steht dann in Verbindung mit einem Typen, der nennt sich selbst der Freund. Und der, ja, ist sowas, er hat sowas wie eine Sekte. Und es steht ja auch hinten dann auf dem Klappentext schon, Ende des 20. Jahrhunderts steht die Menschheit vor dem Abgrund. Wie genau es dazu kommt, will ich noch nicht sagen. Aber damit hat halt dieser Freund zu tun. Und durch dieses Zeichen werden die halt auch darauf aufmerksam. Und so, hä, das muss doch einer von uns früher gewesen sein. Aber sie kommen so nicht drauf, wer das war. Jetzt wollen sie halt herausfinden, wer das ist und was der vorhat. Denn alles, was der macht, hängt damit zusammen, was sie früher als Kinder gemacht haben. Sie haben sich früher so eine Art Endzeitszenario ausgedacht und das verfüllt sich jetzt immer, vollfühlt sich immer so Stück für Stück und sie, ja, wissen ja natürlich, was damit abgeht, vor allen Dingen halt der Hauptcharakter Kenji, und sind dann da jetzt quasi so dran, wobei das auch nochmal eine Weile dauert, bis die überhaupt richtig darauf aufmerksam werden, aber so insgesamt für die Story. Ja, das hängt alles so, ist alles so, hängt zusammen mit so vielen Sachen und so. Zum Beispiel auch seine Schwester ist irgendwie auch weggelaufen oder so. Also sie ist einfach zu ihm gekommen und hat ihm ihr Baby gegeben, von dem man auch nicht weiß, wer der Vater ist. Und meinte, er soll darauf aufpassen, sie kann das gerade nicht und dann war sie wieder weg und so. Und er lebt halt auch mit seiner Mutter zusammen und seine Freunde sind dann da auch noch. Also die meisten sind auch schon verheiratet und so, er halt noch nicht. Und ja, ich mag übrigens den Charakter, den man hier auf Band 2 sieht, sehr gerne. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der sich nennt, aber der ist halt auch irgendwie so eine Art so Gangster oder so. Und der ist eigentlich ziemlich cool. Und generell sind da einige coole Charaktere. Das ist auch irgendwie so ein alter Opa, der irgendwie in die Zukunft gucken kann oder so. Und alle nennen ihn irgendwie so, ich weiß nicht mehr wie genau, irgendwie so der Heilige Vater oder irgend sowas. Und er ist dann immer so, ich bin das aber nicht. Aber dann sagt er doch wieder so Sachen. Und es ist einfach eine ziemlich verrückte Serie eigentlich. Aber so richtig gut einfach. Ich kann nicht mal wirklich erklären, warum es so gut ist. Aber es ist wirklich so gut, wie alle sagen. Ich war auch erst so, es ist wirklich so gut. Aber dann, als ich es gelesen habe, war ich so, ja, die hatten recht. Weil ich habe schon viele Leute davon schwärmen hören. Und auch zu Recht. Ja, also ich hoffe, da kann ich dann auch immer regelmäßig den neuen Band kaufen, weil bei 20 Euro weiß ich nicht so ganz, ob ich da hinterher mitkomme. Das war jetzt auch hauptsächlich wegen so Geburtstags-Weihnachtsgeld und so. Aber so gut es geht, bin ich da immer hinterher, weil richtig gut. So, dann kommen wir jetzt zur allerletzten Sache von diesem Update. Endlich. Ja, und zwar hatte ich noch einen Film gekauft. Hier. Nochmal was von Black Butler und zwar Book of Atlantic. Ja, das ist jetzt so weitere Addition zum Black Butler Anime-Universum, wo die ja nach Staffel 2 dann beschlossen haben, doch jetzt die Originalstory vom Manga quasi auch noch im Anime-Format umzusetzen. Da gab es ja dann Book of Circus mit dem Zirkus-Arc halt, dann Book of Murder und jetzt Book of Atlantic. Also Book of Circus war ja eine Serie, also eine Anime-Serie mit, ich glaube, 10 Folgen. Book of Murder OVAs. Und jetzt gab es nochmal einen Film über halt, ja, die Geschichte, die sich auf dem Boot da abspielt, mit den Zombies und so. Und ja, ich denke mal, die auch den Manga gelesen haben, wissen ja, worum es geht. Es wird auch jetzt nicht viel Sinn ergeben, das nochmal alles zu erklären, weil ich finde auch, man sollte die anderen Sachen gesehen haben, bevor man den Film guckt. Es ist theoretisch vielleicht möglich, den ohne Vorwissen zu gucken, würde ich aber überhaupt nicht empfehlen. Ich glaube, es werden so ein paar Sachen schon erklärt, aber man sollte schon wissen, was so generell mit Black Butler abgeht und so. Also an sich ist es eigentlich eins zu eins wie im Manga, bloß halt als Anime. Also da wurde wirklich, soweit ich gesehen habe, nichts geändert oder irgendwie sowas. Es wurde auch die Vergangenheitsszene alles drin gelassen, weil da im Booklet stand irgendwie, ich kann es übrigens auch noch mal von Ihnen zeigen, dass sie überlegt hatten, ob die das alles drin lassen. Aber dann haben sie es doch alles so gelassen. Und ja, Booklet war auch noch mal sehr hübsch hier. Halt typisch Charakterinformationen und dann aber auch noch hier ein paar Artworks. War denn diese eine schöne Seite? Da. Ich auch nochmal ganz schön. Also da waren nochmal so ein paar spezielle Artworks auch nochmal drin und ja, einfach richtig, richtig schön. Ich fand das auch schon im Manga einen echt coolen Arc und ich bin mal gespannt, ob die restlichen Sachen auch noch im Anime umgesetzt werden, also ob es dazu noch was gibt. Von der Reihenfolge her müsste ja jetzt als nächstes der Schul-Arc kommen. Der ist auch eigentlich, glaube ich, lang genug, dass man da nochmal ein Anime draus machen könnte. Und danach der Deutschland-Arc. Ja. Der ist jetzt auch nicht gerade kurz.
könnte man vielleicht auch einen kurzen Anime zu machen. Und jetzt gerade ist ja der Music Hall Org oder Arc oder wie man es nennen könnte. Keine Ahnung, wie lange der jetzt noch geht generell, aber ja. Wie auch immer, das ja, war dann alles wirklich ein sehr langes Update diesmal. Und wie gesagt, ich weiß auch nicht, wann das dann alles online ist, weil es ja auch immer dauert, das hochzuladen. Und in nächster Zeit Klausurenphase. Ah, ich hoffe sehr, dass ich dieses Semester schaffe. Aber ja, da muss ich noch einiges lernen. Ah, Japanisch wird auch nicht einfacher. Naja, so viel dann dazu. Ich laber wieder so rum am Ende, aber ich weiß, dass ich noch Zeit hätte jetzt in dem dritten Part. Ich will auch nicht, dass der allzu kurz wird, aber ich bin ja schon fertig daher. Ja, mal sehen. Die nächsten Updates werden wahrscheinlich auch relativ lang. Ich schreibe mir immer schon so meine Monatseinkäufe, so die Listen und so. Meistens nur 2 Monate im Voraus, aber manchmal kann ich es auch nicht lassen. Wenn da schon für weiteres steht, mache ich dann schon mal eine Liste und ändere die dann manchmal noch ab, weil manchmal verschieben sich halt noch Sachen. Aber die nächsten paar Monate sehen auch sehr vollgepackt aus, weil ich einiges angefangen habe. Und es kommen auch einfach so gute Serien in letzter Zeit. Also, ich hatte so eine Zeit lang, wo ich fast nichts Neues angefangen habe, weil nichts war, war mich so. Gott, ich könnte nicht mehr reden. Weil nichts war, was mich jetzt so mega angesprochen hat. Aber in letzter Zeit kommen immer wieder Sachen raus, wo ich so bin. Die muss ich jetzt doch einfach anfangen. Aber naja, ich hoffe, mein Geld reicht. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!